Weshalb sind aktuell wieder so viele Menschen vom Räuchern begeistert? Was genau ist eine Hausräucherung und wie funktioniert sie? Und wie kannst du als Anfänger direkt mit dem Räuchern beginnen, mit Equipment, das du auf jeden Fall bei dir schon zu Hause hast? Das alles lernst du heute im Interview mit Christine Fuchs. Räuchern für Einsteiger, die wichtigsten Tipps. Ja, darum soll es heute gehen, in diesem Interview zusammen mit Christine Fuchs. Es gibt ganz schön viele Sachen, die man dafür wissen muss. Aber eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Und wie einfach das ist und ja, wie du das bei dir zu Hause umsetzen kannst, das lernen wir heute. Und deshalb begrüße ich jetzt ganz herzlich Christine Fuchs. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo Andreas, ich freue mich auch und bin gespannt auf alles, was uns das Interview jetzt bringt. Ja, uns liegt es wirklich am Herzen, dieses Thema weiterzugeben, dass die Zuschauer einfach für sich dieses Thema mal vielleicht ausprobieren oder entdecken können und einfach mal schauen können, was ist das denn jetzt genau mit dem Räuchern? Wie kann ich das bei mir zu Hause machen? Ja. Deshalb direkt die erste Frage an dich. Sag uns doch mal, nimm uns mal mit rein. Also was ist dieses Räuchern? Was ist das? Und was tut es für mich? Was habe ich davon? Und was tut es für die Menschen? Also sag uns mal ein bisschen was dazu. Räuchern ist eine uralte Tradition. Die Menschen machen es seit zigtausenden von Jahren. Wir können heute diese Tradition wiederbeleben und besonders schön ist natürlich, dass es uns wieder in einen ganz, ganz engen Bezug zur Natur bringt. Wir können die Sachen zum Teil selber sammeln und was ich besonders schön finde, diese Düfte, unsere Seele geht unmittelbar in Resonanz mit den Düften. Wir bekommen sofort eine Botschaft aus unserem innersten Seelenraum. Und das sind wahre Geschenke. Ja, das stimmt. Wenn man etwas riecht, dann kommen direkt Erinnerungen hoch. Genau. Man verbindet sie mit schönen Situationen, zum Beispiel jetzt an Weihnachtsduft oder so. Kerze, dieser Wachs oder was ich von dem Tee oder von den Tannennadeln, da kommen sofort Erinnerungen hoch, weil man hoffentlich natürlich auch was Gutes dann verbindet. Vielleicht mal eine ganz kurze Frage zum Thema, um dann noch ein bisschen tiefer reinzugehen, warum dir jetzt persönlich das Räuchern so am Herzen liegt? Also was mir besonders gut gefällt, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Räucherungen mache und ich räuchere dann vorwiegend mit Kohle, um auch bestimmte Themen für mich zu klären, wo ich vielleicht eine Entscheidung treffen muss, bestimmte Fragestellungen im Kopf habe. Es ist zwischen dieser Räucherung, dem Duft und mir, ist nichts anderes. Niemand, der das irgendwie interpretiert, durch seinen Filter durchlässt. Es ist, wie wenn es meine innere Stimme verstärkt. Es ist, wie wenn meine innere Stimme einen Außenlautsprecher bekommt. Ja, das ist, wie wenn meine Intuition, die kriegt während dieser Räucherung eine unglaubliche Kraft. Und ich kann praktisch aus meinem Inneren das heben, um was es wirklich geht und nicht um irgendwelche Außeneinflüsse, wem muss man gefallen, wem muss man, nach wem muss man sich, sondern ich kann damit dem Kraft geben, was, sag ich mal so, in der Uressenz meiner Seele verankert ist. Und das kann ich mit Räucherdüften. Ja, klingt interessant. Und die innere Stimme ist wirklich etwas, wo wir heute auch wirklich wieder lernen sollten, mehr darauf zu hören. Ja, also viele übertünchen die innere Stimme durch die unterschiedlichsten Dinge, sind ja den ganzen Tag busy oder man kann es auch durch Drogen machen, durch ganz viele verschiedene Dinge, dass man einfach da gar nicht drauf hört, weil oftmals, zumindest war es bei mir so, dass die innere Stimme sehr laut eigentlich geklopft hat, aber ich habe wirklich nicht darauf reagiert. Ja, und deshalb, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ab dem Augenblick, wo ich angefangen habe, auf meine innere Stimme auch zu hören, hat sich mein ganzer Lebensweg geändert. Ja, und ich bin auch in meine Kraft reingekommen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier heute sitze und dieses Interview mache, weil ich angefangen habe, auf meine innere Stimme zu hören. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt. Ja, deshalb finde ich das sehr, sehr spannend, dieses Thema. Es war mir auch gar nicht so klar, dass das damit auch zusammenhängt. Und also, sehr, sehr spannend. Wir wollen ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber erzähl uns doch erstmal, warum hat das. Wie ist das Räuchern zu dir gekommen? Wie bist du zum Räuchern gekommen? Ja, da könnte ich jetzt lang drüber erzählen. Ich fasse es ganz kurz. Ich habe vor, das war
bestimmt vor 15 Jahren, fast noch länger, ist mein damaliger Lebensgefährte aus der Wohnung ausgezogen. Eine Freundin hat mir so ein kleines Tütchen gebracht, hat gesagt, du, da musst du jetzt ausräuchern, damit da die Energien und so. Ich hatte keine Ahnung, habe mir ein Buch gekauft, habe bei der Autorin dann ein Räucherseminar gemacht, bin ihre Assistentin geworden und habe so natürlich immer mehr über das Räuchern gelernt, bis dahin, dass ich dann einen Online-Shop aufgebaut habe, irgendwann angefangen habe, selber Seminare zu geben. Und was klar ist, du hast es vorhin schon erwähnt, ich war 17 Jahre bei einem großen schwäbischen Automobilkonzern, natürlich in einem ganz anderen Bereich, und irgendwann hat das nicht mehr zusammengepasst. Und ich hatte dann die Möglichkeit, über eine Umstrukturierung aus der Firma rauszugehen und mich selbstständig zu machen, was natürlich nicht von heute auf morgen ging. Das war ein riesiger Bruch in meinem Leben. Ich bin von einer großen Wohnung in ein winziges Häuschen gezogen. Ich habe erstmal alle Versicherungen gekündigt, weil ich nicht wusste, wie lässt sich das an, wie kann ich da überhaupt existieren. Und zu meiner großen Überraschung und Freude hat es funktioniert. Aber es war nicht jetzt in meinem Plan, es war nicht in meinem Kopf, dass ich genau da lande, wo ich heute bin. Das waren immer kleine Bausteine und immer wieder Mosaiksteinchen, die dazu geführt haben. Ja, das hört sich nach einer spannenden Geschichte an. Ich glaube, da müssen wir mit noch in der Ruhe noch ein bisschen drüber unterhalten, weil ich finde solche Geschichten, die so, weißt du, so einen Wandel kriegen, das interessiert mich total. Was war denn da los? Wie kommt es denn dazu? Ne? Und vor allem, du strahlst einfach eine Energie aus, wo man einfach merkt, du hast da irgendwas richtig gemacht. Ja? Danke. Und das finde ich persönlich auch mal sehr, sehr spannend. Genau, dann machen wir weiter. Wir haben es auch eben schon, ich habe es am Anfang ganz kurz gesagt, das Räuchern erlebt aktuell ja sowas wie eine Wiedergeburt, eine Renaissance. Und viele Leute wollen einfach was darüber erfahren. Wie erklärst du dir, dass das jetzt aktuell so, so eine Wiedergeburt ist? Also es gibt natürlich verschiedene Erklärungen. Einer ist, unser Leben ist einfach sehr dynamisch geworden. Die Menschen werden, habe ich oft den Eindruck, immer unsicherer mit diesen vielen Außeneinflüssen, denen wir ausgesetzt sind. Und die Menschen sind wirklich dringend auf der Suche nach einer Art Anker. Aber es reicht nicht mehr, sich jetzt irgendeiner esoterischen Methode vielleicht zu verschreiben, wobei das nicht jetzt irgendwie bewertend klingen soll, sondern es geht wirklich darum, für sich was zu kreieren, was ich mit meinen eigenen Mitteln machen kann. Ich gehe raus, ich mache einen Spaziergang, ich sammle mir Sachen, ich kann sie sofort räuchern zu Hause, wenn sie schon getrocknet sind. Und das ist was, was die Leute auf eine ganz besondere Art wieder erdet, zentriert, ihre eigene Mitte spüren lässt und sie wieder wie in ihre Kraft kommen, in ihre Stabilität. Und das, was im Außen ist, was uns so beeinflusst, das ist, wie wenn das wieder ein Stück wegrückt und man wieder so bei sich ist. Ja. Und das ist mit ein Hauptpunkt, warum sich die Menschen an diesen uralten Brauch wieder erinnern. Ja, finde ich total schön, wie du das sagst. Das ist wirklich ein ganz großes Problem, also Defokussierung heutzutage. Ja. Also wir werden überschüttet mit Werbebotschaften. Wenn du es mal zählst, du kommst auf mehrere tausend pro Tag, ja. Und viele haben wirklich ein Problem damit, einen Fokus auf eine Sache zu setzen, weil eigentlich das ganze Außen damit eigentlich das Ziel des Außen ist, uns immer irgendwohin abzulenken. Ja, guck hier, guck da. Ja, aber mal nach innen zu schauen und zur Ruhe zu kommen, innere Stimme. Und einfach mal zu gucken, worum geht es denn? Was ist denn jetzt das Wesentliche? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben ganz stark auch damit so beiträgt. Ja, genau. Ja. Jetzt wollen wir natürlich mal ins Praktische gehen und ein bisschen erfahren, wie funktioniert das denn jetzt, wenn ich jetzt mit dem Räuchern das machen möchte? Der eine oder andere hat vielleicht schon Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch das sich jetzt hier anschauen und gar keine Ahnung davon haben mit dem Räuchern und sind eben an dem Punkt und sagen, ach, das habe ich von gehört. Ja, dass ich Thema Hausräuchern, frage ich dich gleich auch noch was dazu, wo du eben was zu gesagt hast. Aber du hast auch eben gesagt, wenn man da nach draußen geht, manche Sachen kann man schon direkt räuchern, wenn sie trocken sind. Wie funktioniert das? Was kannst du uns da für Tipps geben, dass man als Einsteiger mit Dingen, die man bei sich schon zu Hause hat, einfach mal eine erste Räuchererfahrung machen kann, um mal zu merken, ob das vielleicht überhaupt
ob es was für einen ist oder nicht? Also ich zeige hier ganz kurz, also im Grunde die professionelle Ausstattung. Ja, also man hat zum Beispiel so ein Stöfchen und da lege ich mir feines Räucherwerk auf, wie zum Beispiel ein Stückchen Weihrauch. Ja, das wäre jetzt so die moderne Art des Räucherns mit diesem Räucherstöfchen. Oder ich habe eben eine Schale mit Sand drin. Ihr seht, es ist die Kohle, die würde ich dann anzünden über einer Kerze, warten, bis das durchgeglüht ist und da mein Räucherwerk auflegen. So, wenn ich das jetzt alles nicht zu Hause habe, ich will aber unbedingt mal schon ein bisschen quokeln, in Anführungszeichen, dann zeige ich euch jetzt was ihr garantiert zu Hause habt. Jeder hat ein T-Sieb. Oder wenn es kein T-Sieb ist, dann ist es ein Nudelsieb, was ein bisschen groß wäre. Und jeder hat ein Teelicht zu Hause. So, und ihr könnt jetzt mal euren Gewürzschrank aufmachen. Und dann werdet ihr überrascht sein, was da alles drin ist. Vielleicht eine Zimtrinde. Ich habe jetzt hier ein paar Zimtblüten in der Hand. Die muss ich natürlich etwas mörsern. Aber ihr habt in eurem Gewürzschrank, habt ihr vielleicht wunderbaren Kardamom, Koriander, vielleicht sogar eine Vanilleschote, eine Zimtrinde, Sternanis, vielleicht sogar ein bisschen Piment oder eine Muskatnuss. Und wer gerne backt und Desserts macht, der hat vielleicht sogar eine Tonkabohne. Und all das, was ich gerade genannt habe, das nehmt ihr einfach zusammen von jedem ein Teelöffelchen und mörsert es etwas fein, tut es in euer Teelicht rein und haltet einfach mal eine Kerze drunter. Und schon bekommt ihr eine erste Ahnung, was Räuchern ist und wie diese Düfte sich wunderbar entfalten, sobald sie erwärmt werden. Ja, also das ist jetzt die allersimpelste und einfachste Methode, um überhaupt mal eine Idee zu bekommen, was ist das Räuchern überhaupt. Ja. Und wenn ihr das hier jetzt ganz nah halten würdet, dann würdet ihr irgendwann merken, oh, da steigt Rauch auf. Seht ihr, das fängt jetzt schon so ein bisschen an. Ah, dann merkt ihr, das ist vielleicht zu nah. Dann haltet ihr es wieder ein bisschen weiter weg. Also so könnt ihr auch ein bisschen spielen und experimentieren, je nachdem, wie intensiv ihr den Duft. Also Räuchern heißt also nicht verkokeln und verbrennen, sondern wirklich es warm werden lassen und dass dann so der Duft entweicht. Aber es muss jetzt nicht verbrennen dabei, ja? Nein, also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich was auf die Kohle lege. Da habe ich natürlich schon wirklich einen Transformationsprozess im Sinne, das geht in Asche und Rauch über. Aber auch da muss es nicht so sein, dass es dann verbrannt riecht. Das ist oft auch ein Fehler, den manche machen. Da muss man einfach ein bisschen wissen, wie muss ich mit der Kohle umgehen, wie hantiere ich da richtig. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, dass das Sieb aus Metall ist und nicht aus Plastik. Nein, sonst. Wichtiger Hinweis, vielen Dank, Andreas. Also bei mir riecht es jetzt hier schon ganz toll. Ja, das Geruchsfernsehen ist ja noch nicht erfunden und für YouTube-Videos auch noch nicht, aber es ist ja wirklich ganz einfach und es ist total faszinierend. Ich werde das auch gleich mal machen. Ich habe nämlich noch nie geräuchert und ich möchte das unbedingt auch mal ausprobieren, aber ich fand das sehr, sehr spannend, weil einfach das Thema angesprochen wurde. Ich habe eine Umfrage gemacht und da war das Thema auch mit dabei und wir haben ja jetzt aktuell, wo wir es aufzeichnen, eben auch Winterzeit, Dezember, und da ist es einfach sehr, sehr passend für dieses für diese Zeit, das auch einfach mal ausprobieren. Wunderbar. Jetzt hast du eben Dinge gezeigt, die man in der Regel, sag mal, kauft, als Gewürze, die man vielleicht im Gewürzschrank hat, aber du sprachst eben auch von Dingen, die man sammeln kann. Ja. Was genau können das denn für Sachen sein, die man da sammelt, die man jetzt auch da zum Räuchern verwenden kann? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Waldspaziergang macht, kann man wunderbar die Nadeln von der Fichte, von der Kiefer, vielleicht auch von der Weißtanne sammeln. Vielleicht findet man sogar noch etwas Samen von der Angelika, von der Engelwurz. Kann man wunderbar noch sammeln. Und also die Nadeln, die muss man trocknen. Ganz toll wäre natürlich, wenn man Wacholder findet unterwegs. Man muss es eben ein bisschen trocknen lassen, die ganzen Nadeln, und dann könnte man das wunderbar zum Räuchern auflegen. Das ist ein herrlicher Duft, den man dann im Zimmer hat.
Und noch ein kleiner Tipp, was es jetzt auch wieder viel gibt, wunderbare Orangen und Zitronen, da natürlich aus dem Bioladen, nicht gewachst außen. Und dann schält man sich einfach dünn die Schale ein bisschen ab oder mit einem sogenannten Zestenreißer, gibt diese Löckchen, trocknet es ein paar Tage und mischt es zusammen mit seinen Tannennadeln, die man eine Woche vorher gesammelt hat, die zwischenzeitlich auch trocken sind, hat man eine herrliche Mischung zu Hause. Mhm. Eine Frage, die auch gestellt wird, ist, soll ich jetzt räuchern auf einer Kohle oder auf einem Stöfchen? Du hast sie eben auch gezeigt. Mhm. Was empfiehlst du da? Was sind die Unterschiede? Also es sind natürlich große Unterschiede. Es ist auch da schwierig, was zu empfehlen. Das ist wie es ähnlich, sage ich manchmal, wenn ich morgens vorm Schuhschrank stehe, ja, hole ich jetzt die High Heels raus oder die Bergschuhe? Ja, ich muss wissen, zu welchem Anlass ich räuchere. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, gerade ein Buchprojekt habe, ja, da mag ich sehr gern mein Stöfchen. Aber wenn ich ein richtiges Ritual mache, auch für die Hausräucherung, da brauche ich einfach die Kohle. Der Rauch erreicht uns viel tiefer in der Seele. Das ist, wie wenn das archaisch in uns andockt. Das Räuchern mit der Kohle ist traditionell, das ist Ritual, das ist Zeremonie. Stöfchen, das ist modern, schnell, guter Duft, ja, jederzeit einsetzbar. Aber die Kohle, die fokussiert uns auf eine ganz andere Art und Weise. Und so muss ich halt immer wissen, welche Gelegenheit ist gerade dran und das wähle ich dann. Klingt total spannend. Also da tun sich so Welten auf, wo ich noch nichts von kenne, wo ich nichts von gehört habe. Aber eine Sache, die mich sehr interessiert, also wir haben gerade ganz frisch ein Haus gekauft. Oh, okay. Ja, genau. Und das Thema Hausräucherung hast du jetzt auch angesprochen. Und du hast auch gesagt, dass es im Allgemeinen ein Thema ist, was von großem Interesse ist. Ja. Vielleicht sagst du mal was zu, was genau ist das Räuchern, was das Hausräuchern und was versteht man denn darunter genau? Also das Hausräuchern, kann man sagen, ist die älteste Anwendungsart des Räucherns, die bis heute ungebrochen übrig geblieben ist und die viele Menschen auch im Alpengebiet, im Alpenraum noch anwenden. Heute erinnern sich auch in unserer Region viele Menschen wieder dran. Eine Hausräucherung sagt im Grunde, man räuchert ein Haus energetisch aus oder man räuchert ein Haus so aus, dass hinterher die Atmosphäre wieder reiner, neutraler, leichter, luftiger, klarer ist. Ja, man nennt es auch reinigende Hausräucherung, energetische Hausräucherung. Und ganz kurz, wo muss ich das so vorstellen? Ihr habt jetzt ein Haus gekauft, da waren vorher schon Menschen drin. Diese Menschen haben dort ihre Themen praktisch zurückgelassen. Wenn man immer in einem Raum immer die gleichen Gefühle, dann sammelt sich das an. Ja, die Wände, das ist wie wenn die ein Gedächtnis haben. Und mit einer reinigenden Hausräucherung können wir das neutralisieren. Das ist wie wenn man die Energie auf Null setzt und ihr zieht dort ein und ihr füllt es mit eurer Energie. Das ist der Sinn, die Absicht, der Zweck einer Hausräucherung. Mhm. Altes raus, Platz für Neues schaffen. So könnte man es auch sagen. Ja, klingt spannend, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt wirklich auch sagt, da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Weil es einfach voll Interesse ist, in welcher Form auch immer, sei es zum Fokussieren, sei es einfach für einen guten Geruch, einfach vielleicht auch, weil der eine oder andere mehr mit Wildpflanzen machen möchte, noch eine neue Dimension jetzt für den Winter. Mhm. Und das Schöne ist ja, dass du ein Online-Seminar anbietest zu dem Thema. Das heißt, wir machen das zusammen. Das war die Idee, dass wir da so ein Seminar zusammen anbieten. Und wer mehr zum Thema Räuchern erfahren möchte, der wird in diesem Seminar genau erfahren, also welche Räuchermethoden es gibt, womit man genau räuchern kann, einfach noch mehr ins Detail gehen. Aber am besten kannst du es uns erzählen, was wir genau dort alles lernen. Sag uns doch mal, was genau die Themen sein werden, nur mal ganz kurz. Also du hast natürlich gerade schon erwähnt, ich werde intensiver darauf eingehen, was muss man beim Räuchern mit dem Stöfchen beachten, was muss man beim Räuchern mit der Kohle beachten. Ich werde natürlich auch kurz was darüber erläutern, wohin gehen die Düfte in unserem Hirn, was machen die dort mit unseren Gefühlen und Stimmungen.
Ich werde was darüber erzählen, welche Tradition steckt denn hinterm Räuchern, welche uralte Tradition und wie können wir es heute im Alltag wieder integrieren, welche Anlässe und Gelegenheiten gibt es. Und ich werde natürlich auch was darüber erzählen, was muss beachtet werden, wenn man sich selber Räucherwerk kauft oder auch beim Sammeln, also ein bisschen auf die Qualitätskunde eingehen. Und die Teilnehmer werden einen Leitfaden erhalten zu einer Hausräucherung. Ich werde die drei wichtigsten Phasen einer Hausräucherung skizzieren und aufzeigen. Und ich werde natürlich darüber berichten, das passt natürlich immer sehr gut. Mit welchen heimischen Kräutern, mit welchen Wildpflanzen können wir denn räuchern? Welche können wir sammeln, ernten? Wie müssen wir sie trocknen, lagern? Wie können wir sie aufbewahren, sodass wir jederzeit unser Räucherwerk vorrätig haben oder sogar eigene Mischungen machen können? Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Auch Punkte unseres Online-Seminars. Genau, freue ich mich auch schon sehr drauf. Also alle Infos dazu gibt es direkt hier unter dem Video auf dem Link. Wenn du dort schauen möchtest, einfach draufklicken und dort gibt es dann alle weiteren Informationen dazu. Ja, wer sich darüber hinaus informieren möchte, wo gibt es mehr Infos über dich? Denn du hast ja eben auch schon gesagt, du hast auch einen Shop, du hast Bücher geschrieben und das ist, glaube ich, eine ganz gute Anlaufstelle, weil du wirklich da sehr, sehr fit bist. Also wo kann man mehr über dich erfahren und rund um das Thema Räuchern? In meinem Online-Shop unter www.labdanum.de, das ist meine Räuchermanufaktur, da findet ihr wirklich alles rund ums Räuchern. Wenn man da ganz runter scrollt, gibt es ein Footer, da steht auch nochmal drin, alles übers Räuchern, kann man sich ausdrucken, runterladen. Es gibt eine Seite, wo meine ganzen Kurse drauf sind. Also da seid ihr wirklich rundum gut ausgerüstet. Man darf mir auch gerne ein Mail schreiben, wenn man sonst Fragen hat, an christine@labdanum.de. Aber auf dem Online-Shop seid ihr erstmal gut ausgerüstet. Gibt es auch eine Rubrik mit meinen Räucherbüchern, Räuchern mit heimischen Pflanzen. Das ist so das Basisbuch, wenn man mal einsteigen möchte. Jetzt für die Winterzeit würde es sich eignen, Räuchern in Winterzeit und Rauhnächten. Findet man alles auf der Homepage. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für diese ersten Schritte, für die Tipps, für alle die, die sagen, sie möchten mal zu Hause räuchern. Das war eine gute Anleitung. So kann wirklich jeder jetzt mal zu Hause sagen, boah, cool, das kann ich mal ausprobieren mit dem, was ich zu Hause habe, um wirklich diesen ersten Eindruck mal zu bekommen. Für alle, die mehr erfahren wollen, finden entweder bei dir im Shop oder in den Büchern, die du geschrieben hast, weitere Informationen oder in unserem Online-Seminar. Wie gesagt, alle Informationen direkt dazu unter diesem Video. Ansonsten sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen, für deine Infos. Wünsche dir für deine Arbeit weiter alles Liebe und alles Gute, viel Erfolg. Und wenn dir das Video jetzt hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Like. Kannst du hier unten drunter abgeben und du kannst auch gerne den Kanal von grün-und-gesund.de abonnieren. Dann wirst du weiter informiert über weitere Interviews hier. Ja, ansonsten bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, du konntest für dich etwas mitnehmen und weißt jetzt ein bisschen mehr, wie das mit dem Räuchern funktioniert. Und sage ciao, bis ganz bald. Dein Andreas von grün-und-gesund.de. Ciao.